Sowjetische Truppen befinden sich vor Athen und bedrohen die Zivilbevölkerung. Evakuieren Sie mindestens eine Person aus jeder der vier Städte und bringen Sie sie auf die Insel im Nordosten der Karte. Die Zivilisten verstecken sich in den Kirchen der jeweiligen Stadt und werden nur herauskommen, wenn sie die Stadt betreten. Dringen Sie in die Städte ein, holen Sie die Zivilisten da raus und bringen Sie sie auf die Insel. Die Evakuierung der Zivilisten ist Ihre vorrangige Aufgabe. Die Beseitigung der sowjetischen Bedrohung ist optional. Verstärkungen sind eingetroffen. Und damit sind wir auch schon der vierten Mission der griechischen Kampagne angelangt. Moin, moin, herzlich willkommen. Ja, unsere Aufgabe ist es, die Zivilbevölkerung von Athen zu retten, da hier wohl ein sowjetischer Angriff bevorsteht. Und wir werden auch direkt angegriffen. Zack, zack, zack. Ein paar Infanteristen allerdings nur, kein großes Problem. Kriegen schön viele Jeeps zum Erkunden. Das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Wir sind ja auch schon direkt am Kartenrand, wie ich sehe. Ein Grenadier ist auch unterwegs. So, wir bauen eine Erzraffinerie. Ja, gucken mal ein bisschen das Gebiet weiter. Der Jeep kann sich da um die Infanterie kümmern. Ja, schauen wir mal, wo wir die Zivilisten finden. Wie ich das verstanden habe, kommen sie erst aus der Stadt raus, wenn ich mich der näher. Da sollten wir das erst machen, wenn wir jegliche sowjetische Bedrohung im Bereich ausgelöscht haben. Hier sieht das schon nach einer Stadt aus. Oder nach dem Dorf, besser gesagt. Erzfelder technisch sind wir sehr gut aufgestellt. Auch wenn mir ein paar Diamanten fehlen, wollte ich gerade sagen. Aber da sehe ich schon die ersten. Jeeps können Infanterie eigentlich relativ gefahrlos ausschalten mit ein bisschen Micro, da sie die outrangen. Neue Bauoptionen. Ja, in Ordnung. Wird gebaut. In Ordnung. In Ordnung. Kunden wir mal weiter. Hier ist auch nochmal ein Diamantenfeld. In Ordnung. Ja, die Frage ist, löschen wir die Sowjets aus? Okay, hier ist ein schwerer Panzer, kommen wir nicht durch. Oder holen wir uns einfach nur die Zivilisten und retten die? Je nachdem, wie viel Aufwand das werden wird mit der gegnerischen Basis, werde ich mich so oder flexibel dafür entscheiden. Weil da fahren sie manchmal einfach ran. Okay, hier ist nochmal ein Dorf, aber ich möchte da jetzt nicht in die Nähe fahren. Hier ist auch nochmal ein Panzer. Ja, okay, das heißt, wir haben schon mal zwei Dörfer gefunden. Da wird hier vermutlich irgendwo ein drittes sein, weil sonst würden da vermutlich keine Truppen stehen. Also die Karte scheint auch nicht sehr groß zu sein, ne? Wenn das schon die ersten drei sind. Neue Bauoption. Oh, habe ich nie aufgepasst. Das war mein Jeep. Das war mein anderer Jeep. Okay, so kann man natürlich auch seine Fahrzeuge verlieren. Lass mich mal einen Bunker bauen. Ich habe gerade einen Angriff runter, wohl, wo ich da runtergefahren bin. Wir brauchen zwei Erztransporter und eine Ladung Panzer. Nett, dass er wieder wegkrabbelt. Jetzt sind sie natürlich genau außerhalb von meinem Bunker. Ich hoffe, ich kann die da noch ein bisschen anlocken. Jawohl, in Ordnung. Einheit verloren. Ja, wunderbar. Geht doch. Ja, den Jeep habe ich auch verloren, aber zumindest haben wir die Infanterie ausgeschaltet. Aber ich bin sowieso nicht so ein riesen Freund von Jeep. Geldtechnisch haben wir so einen kleinen Mangel. Melde mich wie befohlen. Unzureichende Finanzmittel. Ja, da hat uns jetzt der Bunker ganz schön rausgeworfen. Normalerweise passt das eigentlich ganz gut mit dem zweiten Erztransporter. Dann würde ich sagen, sobald der fertig ist, bauen wir erstmal eine zweite Erzraffinerie. Gestoppt. Reicht noch, wunderbar. Einheit bereit. Ja, Sir. Bestätigt. Einfach, um das nochmal ein bisschen zu boosten. Wir könnten auch eine dritte hier noch hinbauen. Ich baue erstmal hier nach rechts. Dann gucken wir erstmal hier mit Kraftwerken, Radarstationen, würde ich sagen. Und dann eine dritte. Dann sind wir eigentlich wunderbar aufgestellt. Dann heben wir ruckzuck eine Armee aus und schießen uns ja einmal durch. Das geht gar nicht so weit runter, also da unten muss schon irgendwie die gegnerische Basis sein. Ich überlege mir, einen Sanitäter zu holen für meine Infanterie. Sehr gern. Bestätigt. In Ordnung. Aber ich glaube, es lohnt sich nicht.
Dafür ist der Wert dann doch ein bisschen zu gering. Sieht mir nach einem Flamminfanteristen aus, interessanterweise. Frag mich, was für ein Textstand hier wir haben. Da hätte ich meinen Jeeps nicht verloren, weil es nicht so ein langsamer Start. Da könnten wir jetzt noch mal ein bisschen erkunden. Aber naja, gut. Konstruktion in Ordnung. Wir können zumindest mal mit der Infanterie ein bisschen scouten. Die können wir dafür ohne Probleme opfern. Ich sehe gerade, wir haben gar keine großen Kraftwerke. Das heißt, so viel Tech werden wir ja gar nicht haben in der Mission. Aber das ist mir auch schon in den vorigen Griechenland-Missionen aufgefallen, dass unser Techstand doch ziemlich gering ist. Energietechnisch sollte das passen. 30. Ich glaube, wir müssen nochmal vorsichtshalber ein Kraftwerk bauen. Auch falls sie beschädigt werden. Einheit verloren. Konstruktion. Doch schneller da, als ich dachte. Neue Bauoption. Wird gebaut. Also einmal Infanterie abgeworfen. Oder hat er schon abgeworfen? Nee, er wirft noch ab. Wird gebaut. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Zack, zack. Da finde ich gut, dass sie sich auf meine Erzraffinerie fokussieren. Dann kann ich sie in Ruhe ausschalten, weil ich die anderen Infanteristen gar nicht gebraucht. Und das bisschen Schaden, das reparieren wir einfach gegen, das ist kein Problem. Wird gebaut. Gestoppt. Wir können auf alle Fälle nochmal die letzten beiden Erztransporter bauen. Und dann können wir auch schon mit der gestoppt Panzerproduktion loslegen. Oder wir machen direkt die Panzerproduktion. Jasse, wird gebaut. Sofort. Unser Jasse, Stützpunkt wird angegriffen. Sofort. Konstruktion abgeschlossen. Ah, Verstärkungen sind eingetroffen. Und damit moin moin, herzlich willkommen in der vierten Mission der Griechen-Kampagne. Ja, wir stehen vor Athen und sollen die Zivilbevölkerung vor dem russischen Angriff beschützen. Wir werden aber auch schon direkt selber angegriffen. Aber nur ein paar Infanteristen, das ist kein Problem. Wir kriegen auch direkt drei Jeeps. Das ist sehr schön zum Scouten. Weil ich den einen ganz schön habe beschädigen lassen. Das war nicht so clever. Ja, wir haben nicht viel Geld zur Verfügung. Also werde ich erstmal gucken, dass ich so schnell wie möglich unsere Finanzen in Ordnung bringe. Den hätten wir ausgeschaltet. Ach, die Karte ist gar nicht so groß, ne? Oder sind wir wieder in der Ecke? Oh, okay, hier ist die Insel. Ja, unsere Aufgabe ist es, die Zivilisten aus den Dörfern rauszuholen und hier auf die Insel zu bringen, wie ich das verstanden habe. Wir müssten sogar nicht mal die Sowjets ausschalten. Bestätigt, in Ordnung. Aber da es eine Insel ist, wird es hier vermutlich keine Landverbindung geben, ne? Nein, natürlich nicht. Ja, Sir, in Ordnung. Aber das war schon zu erwarten. Bestätigt. Ja, das wird wieder so ein kleiner Shuttle-Transfer. Das wird natürlich ganz interessant auf alle Fälle. Okay, du kannst ihn eigentlich aus sicherer Reichweite bekämpfen, wenn man ein bisschen Micro benutzt. Also das Gegenteil von dem, was ich immer mache. Ich werde erstmal direkt eine zweite Erzraffinerie bauen und die Waffenfabrik skippen. Ist ein bisschen greedy, aber ich hoffe einfach mal, dass wir nicht direkt angegriffen werden. Okay, hier ist eine Brücke zerstört und da sehe ich schon die ersten Felder. Da läuft die Infanterie weg. Die haben wir vermutlich jetzt getriggert. Ich hoffe, die greifen uns nicht an. Bestätigt. Dann wird da das erste Dorf vermutlich sein. Bestätigt. Hier scheint das zweite Dorf zu sein und ein schwerer Panzer. Ach, schade. Unzureichende. Da haben wir jetzt unseren Jeep verloren. Müsst ihr echt mal besser Mikron. Nochmal ein Erzfeld. Ah, interessant. Also wir haben wirklich eine Menge Geld zur Verfügung, wie ich mir das so anschaue. Erzfelder satt. Bestätigt. In Ordnung. Okay, den haben wir wohl getriggert. Bestätigt. Bestätigt. Wir können unsere zweite Erzraffinerie endlich bauen. Ah, okay, da ist auch ein schwerer Panzer. Aber ich möchte auch schon gegen die zwei Grenadiere, ehrlich gesagt, nicht kämpfen. Ich will eigentlich zum Scouten benutzen. Bestätigt. Problem ist, wenn die beschädigt werden. Das ist ein Angriff, ne? Gestoppt.
Bestätigt. Wenn die zu sehr beschädigt werden, werden die langsamer. Gebaut. In Ordnung. Bestätigt. Konstruktion abgeschlossen. Dann baue ich mal einen Bunker dahin. Der sollte die ja eigentlich ganz gut clearen. Bestätigt. Oder verfolgen die nur meinen Jeep? Konstruktion abgeschlossen. Also nur meinen Jeep verfolgen, aber jetzt ist egal, jetzt habe ich es gebaut. Wird gebaut. Bestätigt. Bestätigt. Ist noch ein also ich sehe wirklich viele bestätigt. Einheiten verteilt. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Du fährst bestätigt. Noch ein bisschen im Kreis. Ach, schade. Ich wollte die eigentlich ein bisschen noch bisschen weglocken, dass sie mich nicht direkt angreifen. Aber gut, wir haben zwei Raffinerien, also wir kriegen jetzt ein bisschen Einkommen rein. Ich glaube, wir können hier auch nochmal gleich eine dritte Erzraffinerie hinbauen, aber erstmal kommt die Waffenfabrik dran. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle. Erwarte Ihre Befehle. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bestätigt. Zack, zack. Ja, ich glaube, der hält weniger aus wie der Tarnbunker. Konstruktion abgeschlossen. Neue oder als der Tarnbunker, besser gesagt. Wird gebaut. Konstruktion. Energie, drei Erztransporter. Ja, und dann bauen wir die dritte Erzraffinerie. Dann sind wir eigentlich wunderbar aufgestellt. Dann können wir ruckzuck in der Armee ausheben. Mit drei Erzraffinerien und sechs Sammlern. Dann ist zwar der Start ein bisschen langsamer, aber dafür kriegen wir so schnell eine große Armee zusammen, dass wir hier einfach über die paar Truppen rüberrollen können. Ich überlege auch, ob wir einfach die gegnerische Basis auslöschen. Oder zumindest klein schießen. Wird gebaut. Einfach um das Problem der Angriffe zu lösen und auch um die Zivilisten zu schützen. Unzureichende Finanzmittel. Wenn das nicht ein allzu großer Akt wird. Wir müssen sowieso hier nach rechts bauen für die Werft, fällt mir gerade ein. Ja, ich würde sagen, eine Radarstation brauchen wir noch. Abgebrochen. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen mit der Panzerproduktion. Schön M1A1. Technologiezentrum, interessant. Manchmal ist das auch ein Gefängnis. Einheit. Bei Technologiezentrum auch nicht so ganz passt, wenn da die Infanteristen hin evakuiert werden sollen. Konstruktion abgeschlossen. Energietechnisch sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ja, da haben wir 100 frei. Das kostet 30 und die Werft auch 30, also haben wir reichlich. Ein Geschützturm kostet 40 Energie, wusste ich gar nicht, dass so viel ist. Ja, Sir. Einheit bereit. In Ordnung. Okay, der wirft da Truppen ab. Bereit zum Einsatz. Kann ich die vielleicht direkt überfahren? Konstruktion abgeschlossen. Ja, das sollte eigentlich reichen, dass ich die mit den Infanteristen auch ausschalte. Neue Bauoption. So, zweite Waffenfabrik, um das ein bisschen anzukurbeln und dann geht die Panzerproduktion los. Erwarte Ihre Befehle. Melde mich wie befohlen. Den Angriff hätten wir abgewehrt. Da kommt schon der nächste Angriff, auch nur Infanteristen. Ah ne, doch, mit schweren Panzer dabei. Melde mich wie befohlen. Da wird aber keine große Chance haben, denn unser jetzt gibt es hier auch Panzer auf meiner Seite. Vor allem, die so lange auf meine Erzraffinerie schießt. Leider doch nicht. Da hat er sich doch nochmal umentschieden. Konstruktion abgeschlossen. So. Der kommt zur Reparatur. Wird gebaut. Ja, eigentlich müssen wir nur noch Panzer bauen. Ach ne, eine Werft brauchen wir noch. Einheit bereit. Ja doch, passt noch ins Budget. Ja, Sir. Ich glaube, wir bauen ja gleich auch nochmal einen Bunker hin, wenn wir ein bisschen Geld über haben. Einheit. Das sollten wir eigentlich ohne Probleme haben. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoption. Ja, Sir. Guck mal, wie das hier läuft mit der Panzerproduktion. Wir haben jetzt hier richtig rausgefahren im 10-Sekunden-Takt. Ich kann die schneller bauen, als ich die reparieren kann. Konstruktion abgeschlossen. Zack, zack, zack. Bauen nochmal ein Kraftwerk, einfach das nicht so knapp zu halten. Falls sie beschädigt werden, verdienen die nämlich ein bisschen an Output. Konstruktion abgeschlossen. Melde mich wie befohlen.
Einheit bereit. Wir brauchen auch noch ein Landungsboot. Wird gebaut. Und ich könnte auch ein paar Zerstörer bauen, weil der die bestimmt U-Boote drin haben wird. Ich sehe gerade, gibt es noch gar keine Landefläche, ne? Einheit. Und gleich mal gucken, dass wir eine finden. In Ordnung, in Ordnung. Einheit. Aber jetzt marschieren wir erstmal los. Einheit bereit. Und gucken wir mal, ob wir die gegnerische Basis finden und den Klump schießen. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Zack. Bestätigt. Bestätigt. Dann können wir drüber fahren. Da ist ein Dorf, da möchte ich nicht reinfahren, um die zu triggern. Okay, habe ich schon. Jetzt sehen wir zumindest mal, wie es aussieht. Okay, die kann ich auch steuern. Dann geht mal meine Basis in Sicherheit. Bestätigt. Kann ich hier irgendwo landen? Nee. Bestätigt. Sand. Einheit. Ich hoffe, der Heli gebaut. Tut hier nicht weh. Das könnte ungünstig werden. Aber gut, wenn wir sie steuern können, ist das gar kein Problem. Dann können wir uns unser Stützpunkt wird angegriffen. Freischießen. Das erste U-Boot. Wird repariert. Bestätigt. Das hat, dass das erst zu meinem Schiff hinfährt und dann doch wieder meine Werft angreift. Wird gebaut. Bestätigt. In Ordnung. Da geht's ja gar nicht zum Dorf. Da müssen wir nochmal abbiegen. Das macht echt wenig Schaden, ne? So ein Zerstörer, aber es liegt daran, dass er sich auch die ganze Zeit bewegt. Wird gebaut. Bestätigt. Hier dürft ihr einmal platt fahren. Ja, genau. Oder einfach dran vorbeifahren. Das ist auch in Ordnung. Da haben sich jetzt alle den einen Grenadier gedodged. Bestätigt. Bestätigt. So, du darfst auch gleich repariert werden. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Ja, dann fahren wir hier ins Dorf und holen da mal die Leute raus. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. 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 Ja, lassen Sie sich nicht triggern. Unzureichende Finanzmittel. Ja, ich scheine heiß auf meine Basis zu sein. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bestätigt. Okay, das ist ein Problem. Ich sehe gerade, ich kann gar keine Flak bauen, ne? Bestätigt. Dann werden wir ein paar Raketentruppen noch brauchen. Ich möchte nicht, dass die noch meine Infanteristen hier oben abschießen. Also der Heli, der gerade kam. Das wäre ziemlich blöd, da dran zu verlieren. Weil ein Fünfer-Stack eigentlich auch reichen sollte. Also, die haben wir auch befreit. Du stellst dich dazu, dann fahren wir mal hier links hoch, gucken mal, ob da das Dorf ist. Wir haben mehr als genug. In Ordnung. Gestoppt. Sehr gern. Abgebrochen. Ja, Sir. In Ordnung. Wird gebaut. Bestätigt. Stellen wir noch einen Medic dazu. Bestätigt. Einheit. Sehr gern. Der kann die dann ein bisschen heilen. Einheit verloren. Melde mich, wie befohlen. In Ordnung. Wunderbar, da kommen wir auch rausgelaufen. Dann fehlt uns, glaube ich, nur noch ein Dorf, ne? Einheit. Ja, Sir. Wird gebaut. Das finden wir bestimmt auch noch. Und die gegnerische Basis müssen wir die auch noch finden. Ich habe vorhin ja auch noch keinen Landungspunkt gefunden. Gestoppt. Ich glaube, das reicht erstmal. Abgebrochen. Ich muss ja auch irgendwo mit meinem Landungsboot ja auch landen. Also das geht an diesen steilen Küsten natürlich nicht. Wieder ein Erzfeld, also. Geldtechnisch ist ja wirklich satt, ne? Sie finden überall nur Erzfelder und keine Basis. Der nächste Angriff. Okay, hier sind wieder so Wächtertruppen, dann wird da vermutlich die Basis sein. Marineeinheit verloren. Aua. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Marineeinheit verloren. Bin ich jetzt an dem U-Boot vorbeigefahren oder was? Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Ich hab leider auch nicht drauf geachtet. Gebaut. Ich schätze mal, wir haben das vermutlich versenkt. Sonst würde sich das ja noch. Würde das ja wieder auftauchen. Ja, hier unten ist das Dorf, sehe ich gerade. Okay, dann ist da die Basis.
Einheit verloren. Ja, viele Tesla spulen oder können wir da einfach sonst rein, wenn da nur eine. Okay, also viele Tesla spulen. Okay, das ist nicht so clever, da dran vorbeizufahren, aber gut. Ich glaube, wir haben eh reichlich an Panzern gebaut, die wir gar nicht brauchen. Obwohl, vielleicht müssen wir tatsächlich die Basis besiegen, einfach einen Landeplatz zu finden, ne? Hätte ich da vielleicht doch nicht einfach abbiegen sollen. Ja, guck mal, vielleicht finden wir rechts noch einen über der Basis. Aber ich glaube, da habe ich zu früh die Idee verworfen, die Basis anzugreifen. In Ordnung, bestätigt. Und dabei unnötig Verluste eingefahren. Bestätigt. In Ordnung, bestätigt. Jetzt haben wir nämlich alle Infanteristen, aber keinen Landeplatz. Wird gebaut. Ihr Einsatzfahrzeug in Ordnung. Wird repariert. Ja, in Ordnung. Einheit bereit. Ich bräuchte eigentlich wird nur gebaut. Eine ganz kleine Fläche, würde mir eigentlich schon reichen, ne? Einheit in Ordnung. Bestätigt. Ja, zumindest können wir den Geldsaft abdrehen. In Ordnung. Okay, das sind doch eine Menge Verteidiger. Da haben wir richtig das Wespennest hier aufgestochen. Ich glaube, das schaffen meine Panzer nicht mal. In Ordnung, bestätigt. Bestätigt, in Ordnung. Bestätigt, bestätigt. Einheit verloren. In Ordnung, bestätigt. Zack, zack, fahrt den nochmal über und dann geht mal zu, dass ihr da rauskommt. Wow, das haben sie nicht mal mehr geschafft. Okay, das war eher eine leitende große. Marineeinheit verloren. In Ordnung, Einheit repariert. Bestätigt. Wird repariert. Okay, hier ist ein Landeplatz. Das müsste ja eigentlich ja schon klappen, mehr oder weniger. Einheit repariert. Ich weiß nicht, ob die Tesla-Spule uns da ein Problem macht. Bestätigt. Wird repariert. Ja, Sir. Einheit bereit. Ja, Sir. Ja, Sir. Wird gebaut. Bestätigt. Das werden wir gleich rausfinden. Wir holen jetzt nämlich mal unsere Infanteristen da runter. Wird repariert. Die können auch einmal runter zur mobilen Luftverteidigung. Melde mich wie bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Der mobile Flammenwerferangriff. Ja, Sir. Ihr solltet eigentlich runterkommen. Ja, Sir. Ihr Einsatzfahrzeug. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Er ist auch endlich mal von der Plattform runtergefahren. Sehr schön. Ihr Einsatzfahrzeug. So, das sollte eigentlich reichen, um diese einen Tesla-Spule da auszulöschen. Oder zumindest, um sie lange genug zu beschäftigen. Also auf alle Fälle brauchen sie ein paar mehr Landungsboote. Das haben wir hier 5. Ja, 3 Stück brauchen wir. Ja, Sir, in Ordnung. Bestätigt. Wird gebaut. In Ordnung. Zack, zack, zack. Gestoppt. Ich stelle mal gerade den Bau ein, dass ich auch genug Finanzen habe. Bereit. Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. Wird gebaut. In Ordnung. Ja, dann fahren wir dran vorbei, greifen die an und währenddessen schicken wir unsere Infanterie Einheit oben dran vorbei. Dann sollte das ja eigentlich klappen. Schade, dass man hier nicht lang kann. Ja, Sir. Laden wir sie ein, fahren wir hoch und dann sollten wir die Mission auch soweit geschafft haben. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. Da habe ich sehr verschwenderisch gespielt, unnötigerweise. Und das geht bestimmt auch besser. Wird repariert. Wird gebaut. Ja, Sir. Bestätigt. Aber ich denke mal, das wird trotzdem gut gehen. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Los. Panzer werden weggeräumt. In Ordnung. Und jetzt wird die Tesla-Spule angegriffen. Wird gebaut. Ihr kommt runter, ihr bleibt hier mal stehen für den mobilen Luftschutz. Wird gebaut. Man kann hier rechts auch rein. Das ist gar nicht so viel, ne? Hätte ich vielleicht doch angreifen können. Da habe ich, glaube ich, zu früh verworfen. Ihr greift das in Ruhe an. Da gehen jetzt natürlich alle drauf.
Wollte eigentlich nur die V2 ausschalten, aber gut. Da gibt's jetzt ein Massaker. Einheit verloren. Aber soll mir recht sein. Wird gebaut. Hier 5 geht da hoch. Hier 2 geht da rein. Ich warte sowieso nur darauf, dass das hier eingeladen wird. Also ja. Das könnte man jetzt mit weniger Verlusten spielen, wenn man dazu Lust hätte, aber ganz ehrlich. Was soll der Geiz? Es sind ja nur Roboter, die können wir verkraften. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt, in Ordnung. Ah, die Tesla-Spule könnte man die auch gut vom Wasser angreifen. Marineeinheit verloren. Oder eher, die Tesla-Spule könnte gut unsere Flotte angreifen. Bestätigt. Marineeinheit verloren. Zack, zack. In Ordnung. So, einmal ausladen und dann sollten wir die Mission gewonnen haben. Dann sehen wir uns in der letzten griechischen Mission wieder. Oh, mit Hubschraubern sogar. Sehr schön. Ja, das war's auch schon. Da bedanke ich mich fürs Zuschauen, trotz hohen Verluste. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Ich bin schlecht gelaunt, also bitte nur die guten Nachrichten. Alle Zivilisten wurden evakuiert. Die Produktion von Hydrauliköl ist zum Erliegen gekommen, General. In Ordnung. Gar nicht mal so übel. Gebt ihm ein paar neue Schulterstücke. Ja.